Moin Leute, hier zurück bei Jedi Fallen Order. Wir sind hier immer noch auf Datumir. Jetzt geht's hier weiter und zwar birgt ein Astrium aus dem Grab von Kujet. Ja, wir gehen jetzt hier durch diese Spalte durch. Das wird, glaube ich, gleich einen schönen Kampf geben. Mal gucken, gegen wen. Ja, ich habe so ein Gefühl. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Lass mal überraschen. Und ja, gut, dass ich neuen Stimpacks gesammelt habe und mein Level ein bisschen hochgezogen habe und den Skill Tree gut vorangebracht. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Du kehrst also zurück. Mutig. Aber nicht weise. Ja, vielleicht. Merrin, richtig? Ich bin Cal Kestis. Was dir über die Jedi erzählt wurde, war falsch. Das sagst du, Cal. Malikos hat auch viel gesagt. Terran Malikos hat zu meinem Orden gehört, aber was er jetzt ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ein Lichtschwert allein noch niemanden zum Jedi macht. Was denn dann? Wir waren Friedensstifter. Verraten von denen, die wir beschützten. Vom Imperium gejagt, ich. Ich bin wohl einer der Letzten meiner Art. Ich war noch ein Kind, als sie angriffen. Ein Krieger in Rüstung schwang das hier. Er stürzte sich auf uns. Und schlachtete mein Volk ab. Meine Schwestern. Bis ich ganz allein war. Mit den Toten. Dann kam Malikos. Und versprach mir Rache, falls ich unsere Geheimnisse mit ihm teilte. Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Und Malikos hat das einfach gegen dich eingesetzt. Wir müssen keine Feinde sein. Das wirst du brauchen. Und schon ist sie weg. Ich beobachte dich. Verschwinden wir von hier. Dort liegt dein Ziel. Letzte Ruhe. Ja, das bitte einmal selber durchlesen, weil es wird mir zu viel. Kurz Stopp drücken und selber durchlesen. So. Noch kannst du gehen. Leider nicht. Leben stehen auf dem Spiel. Und welche? Unschuldige. Machtbegabte Kinder, die gejagt und ermordet werden. So wie wir. Mein Freund, der Erwerb neuen Wissens hat mich nie abgeschreckt. Okay, neues Wissen. Warte mal, ich kann noch mal kurz machen. Nein. Dann halt nicht. Hier ist was Furchtbares geschehen. Oh. Ein Massaker. Mord an den eigenen Leuten. Für versprochene Macht. Begräbnisstätte, okay. Kujet, der seinen Anhängern Macht und Beherrschung des Lebenswindes versprach, inszenierte von seinem geheimen Sitz auf Datumir, der später als Grab von Kujet in die Geschichte einging, ein Massaker. Okay. Das war nichts Neues gerade. So, sorry fürs Räuspern immer. So, immer mal auf den hinten steht schon mal Likos, dort gegen die muss ich kämpfen. Immer schon gucken wegen den Wegen und ob man hier vielleicht Verstecke sieht oder so, ja. Alles abgrasen vorher. Okay. Krieg ich wohl ein bisschen Hilfe von mehreren. Gehen wir da mal hin und sagen mal guten Tag. Kerstis. Malikos. Willkommen daheim. Bist du hier, um zu trainieren? Was in diesen Ruinen wirkt so anziehend auf dich, dass du den Tod riskierst? Das könnte ich euch auch fragen. Dort schlummert Stärke. Mehr als Jedi verstehen können. Und ich kontrolliere sie. Das würde ich dir auch anbieten, Kerl. Begreift ihr denn nicht? Das alles interessiert mich nicht. Ich will den Orden wieder aufbauen. Den Orden der Jedi aufbauen.
Oh, du armer Narr. Es ist vorbei. Die Zeit der Jedi ist längst vorbei. Erstickt von der Tradition. Ertaubt durch unseren vergangenen Ruhm. Erblindet durch endlosen Krieg. Gut möglich. Aber es ist nie vorbei, Malikos. Wir sind jetzt hier und können dazulernen. Und auf unseren Fehlern aufbauen. Dazulernen? Sie haben keine Zukunft mehr. Warum siehst du das nicht ein? Es ist Zeit für einen Neuanfang. Du und ich, wir können etwas anderes aufbauen. Etwas Besseres. Nein. Dann wird Datomir dein Grab sein. Okay, nicht gut. Nur Feiglinge rennen weg. Natürlich. Völlig nutzlos. Siehst du, Padawan? Ich bin konzentriert. Du wirst mich nicht besiegen. Boah. Erstmal klarkommen hier. Oh, beigehauen. Nicht gut. Komm schon! Ich kann auch irgendwie Lichtschwert werfen. Ausweichen wird dich nicht retten. Du bist ein Nichts. Verdammt. Boah, du mich erwischt. So, ich muss mal kurz mal hochladen hier. Ich hab schon Schlimmeres überlebt. Verdammt. Wie kann ich nochmal werfen? Du bist erbärmlich. Nur Feiglinge rennen weg. Du bist zu langsam für mich. Noch lacht er. Ich nicht, aber... Er ist schon ganz schön böse, du. Mann, Mann, Mann. Kämpf mit mir! Boah. Was ist jetzt für ein Optrick hier? Hilfe! Schlag mich nieder! Schnell! Oh, joi. Da bin ich nicht mehr dran. Hilf mir, bitte! Hier! Du bist ein Nichts! Du wirst mich nicht besiegen! Ach, komm schon! Komm schon! Nimm mal lieber zwei Schwerter, meine ich. Ein Doppellichtschwert, meine ich. Nein. Ich dachte Doppellichtschwert. Nur Feiglinge rennen weg. Okay, jetzt geht's. Zu langsam. Oh, fuck. Jo. Okay, es wird stoßen können, das Ding. Okay. Gut zu wissen. Aber wir durchdrehen. Völlig nutzlos. Ah, wie er durchdreht. Schlag mich nieder. Du wirst mich nicht besiegen. Ja, bleib. Es war falsch, dich an meiner Seite zu wählen. Ja.
Abwälpe! Ihr habt kein Recht auf Datomir. Kein Recht auf unsere Magie. Steh auf, Cal Kestis. Noch bist du nicht tot. Das stimmt wohl. So, zweite Runde. Ich will gar nicht. Ausweichen könnte ich nicht selbst. Mist. Stim, bitte! Du wirst mich nicht besiegen! Alter, mach jetzt richtig Action. Ich erwisch den nicht. Er weicht immer aus. Nein, was macht er jetzt für Mist, Alter? Ich lasse nicht zu, dass du mich niederschlägst. Er hat vorbeigeschlagen. Alter, ich krieg's nicht hin. Ich krieg die Dings nicht durchbrochen. Ja, dann schummelt er wieder. Ausweichen! Noch ein. Nein! Kuppel, Hilfe! Sterb hier, Malikon! Kann mir jemand mal sagen, wieso er die ganze Zeit vorbeischlägt? Ich verstehe es nicht. Achso, ich weiß warum. Ich bin nicht markiert. Ich habe ihn nicht markiert. Ich habe es wieder vergessen. Ich brauche Hilfe! Nur Feiglinge rennen weg! Ich kann hier nicht zu fassen. Ja, toll. Hier oben. Oh, krass, wie er mich fertig macht. Oh. Ausweichen wird dich nicht retten. Du hast mich abgewehrt. Ja. Was soll das? Wie ihr schon sagtet, Malikos, Datomir wird euer Grab sein. Lass ihn im Dunkeln mit seinen Geheimnissen, bis der Tod ihn holt. Warum hilfst du mir? Wir erlösen Datomir von diesem Parasiten. So, Tamalikos besiegt. Sehr schön. Mehrere Einträge. Der gefallene Jedi. Bei ihrem letzten Aufeinandertreffen versucht Malikos Kael zu überreden, sich ihm anzuschließen, um Glauben, die Ära der Jedi sei vorbei. Prahlen zwei Ideologien aufeinander. Der Kampf eskaliert und endet erst, als Marin Kael dabei hilft, den finsteren Malikos zu besiegen. Oder bezwingen, ist ja egal. Boah, hab ich aufgeregt. Was willst du wirklich hier, Cal Kestis? Die Erbauer dieses Grabs, die Sepho, erschufen ein Objekt, das Astrium. Es öffnet ein Gewölbe weit entfernt. Dort ist eine Liste machtbegabter Kinder in der Galaxis, aber das Imperium sucht auch danach. Welches Imperium? Das Imperium, das alle Machtbegabten vernichten will, damit sich ihm niemand mehr in den Weg stellt. Dann wird es irgendwann auch nach Datomir kommen. Wie der Krieg. Ich helfe dir, das Astrium zu finden.
danke für die Hilfe mit Malikos. Ich dachte, ich wäre geliefert. Ja, so wäre es gekommen. Ja. Zum Glück kam es anders. Ich habe gern einen Verbündeten. Ja, ist eine schöne Sache. Gern geschehen, Cal. Hol dir, was du willst. Okay. So, das war jetzt Malikos, der Kampf. Alter. Erstmal direkt speichern. Wenn ich nicht vorher die ganze Stimpacks geholt hätte, ja, hätte ich das hier jetzt nicht geschafft, weil ich habe echt schlecht gekämpft. Ist halt wirklich so. Genau, kurz mal in den Fähigkeitsbaum gucken, ob ich noch irgendwas upgraden kann. Hab zwei Fähigkeitspunkte wieder aktiv drin. Warte mal, hier, das kostet auch zwei. Sprunghieb kann man. Rückstoß natürlich auch nicht schlecht. Kraftwurf. Hm. Was machen wir denn da? Machen wir das mal, wa? Okay. Gut. Ob das was bringt oder gut ist, wird sie zeigen. Aber erstmal was upgraden. Wie gesagt, ich habe ja nicht mehr so viel zum Upgraden. Schon mal ganz gut. Also erstmal ausruhen. Das ist auch wichtig. Und ja. Dann würde ich sagen, das lassen wir jetzt erstmal hier so stehen. War aufregend genug gegen Malikos. War Bossfight. Und dann sehen wir hier gleich, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich muss immer noch das Astrium holen. Die hat den Weg bereitet. Aber das sehen wir gleich im nächsten Bit. Und erstmal danke fürs Zusehen und Zuhören hier bei Jedi Fallen Order. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.